geschafft. Hallo und herzlich willkommen, diesmal in ungewohntem Outfit. Der Sommer kann kommen, aber jetzt ist erstmal Winter und dementsprechend hier sind neue Sachen für den Bus, kleine Sachen für den Kleinen. Und in der Mittagspause am Montag möchte ich gerne Eisbaden. Aber jetzt soll es erstmal zum Biken gehen. Und zum Skifahren geht's dann morgen. Hier ist jetzt so richtiges Winter Wonderland mal wieder. Kalter Schnee, knirscht beim Fahren. Und ja, ein bisschen wolkig, aber mit Sonne. Also echt traumhaft schön. Oben am Gipfel. Weil ich selber bei ganz vielen anderen YouTubern die Winter Wonderland Aufnahmen immer so bewundere, dachte ich, ich probiere jetzt auch mal, ob ich euch ein paar schöne Aufnahmen einfangen kann. Weil das war wirklich wunderschön. Und ja, es ist gar nicht so leicht, das so rüberzubringen. Aber immerhin ein Versuch. Und damit sind wir auch schon mitten auf der Abfahrt. Das ging so richtig gut. Der Boden war komplett gefroren und der Schnee richtig schön trocken, sodass es wirklich richtig griffig und kompakt war und sich mega gut fahren hat lassen. Einfach perfekt. Bei der Aufnahme gerade eben ist übrigens nur meine Kamera im Baum stecken geblieben, also nichts passiert. Und man möchte es kaum glauben, aber manchmal geht es wirklich so im leichten Schnee besser zum Fahren als im Sommer, weil der Boden, dadurch, dass er gefroren ist, wirklich griffig ist, die Reifen da super gut halten und dieses bisschen an Schnee, das macht es einfach so richtig abenteuerlich, aber eben nicht schwieriger zu fahren. Und das ist wirklich unglaublich schön. Nur gute Handschuhe braucht man definitiv. Weil es war generell sehr kalt und an den Fingern durchs Bremsen, weil die ja doch irgendwie dann Druck bekommen, muss man schauen, dass die nicht so kalt werden. Wenn man so auf den Neuschnee drauf schaut, dann ist es gar nicht so wenig. Und dementsprechend habe ich mich natürlich mit der ersten Gondel ab zum Skifahren begeben. Okay, ihr seht, es fahren schon Leute runter. Es war nicht ganz die erste, aber fast. Mit kleinen Hindernissen. Ich hatte meinen Führerschein noch gar nicht auf die neuen Schuhe eingestellt. Jetzt habe ich jetzt noch schnell einen Schraubenzieher ausleihen müssen unten an der Talstation. Geht jetzt auch tatsächlich ab auf den Berg. Das hat so 10, 15 cm Neuschnee, würde ich behaupten. Hier läuft gerade schon der Zeitraffer für euch. Das sind die besagten Führerschein. Die sind schon uralt. Die habe ich 2008 im Frühling gekauft, da hatte ich damals noch die Salzburg Super Ski Card. Bei Kitzsteinhorn das erste Mal gefahren und jetzt muss ich mir noch schnell ein bisschen Sonnencreme drauf schmieren, auch wenn es eher trüb ist, sicher ist sicher. Und dann hoffen wir, dass es einigermaßen zum Powdern geht. Das wäre dann das erste Mal für mich für heuer. Mal gucken, ich bin noch guter Dinge, aber es hat nicht so viel Schnee. Naja, Hallenkammrennwochenende, das sieht auf jeden Fall mega gut aus. Also wenn die fahren können heute, dann hat Kitzbühel mal wieder perfekte Winteraufnahmen. Ein bisschen packeln und da ist sie schon. Ich finde, man merkt auch, dass man älter wird, wenn die Sonnencreme hochwertiger wird. Traurig, aber wahr. Sowas ähnliches hat meine Lehrerin mal erzählt in der Schule noch. Da dachte ich mir, ja, ja. Irgendwie durchlaufen wir alle Menschen noch das gleiche Schema. Ich überlege jetzt auch, ob ich mal mit dem Zelt im Schnee übernachten soll. Habe ich ganz früher mal gemacht. Das ist eigentlich auch mal wieder richtig cool. Vielleicht kann ich euch da auch mal mitnehmen. Schreibt mir gerne mal, ob euch das interessieren würde. Die allerersten Powderabfahrten für heuer, unglaublich, wie lange es auf sich warten hat lassen. Und dann fühlt man sich aber doch gleich wieder gewohnt und zufrieden und also wirklich ein tolles, unbeschreibliches Gefühl. Und es war ganz klar die richtige Entscheidung, powdern zu gehen.
eine Sache, auf die man sich wohl echt verlassen kann, ist der Schnee zum Hahnenkammrennen. Es hat natürlich wenig Unterlage und trotzdem geht es so richtig, richtig gut. Also es macht voll Spaß, man schwimmt total auf so. Und vielleicht könnt ihr ja erkennen, was ich meine. Hier habe ich im Moment die Haube geschlossen, deswegen sieht es wohl ein bisschen komisch aus. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal die mega Winterlandschaft. Das ist echt traumhaft schön. Ihr seht auch an den Bäumen, wie viel Schnee da jetzt noch dazugekommen ist. Also schon richtig geil. Dann ging es auch schon wieder weiter. Januar ist immer richtig gut, da sind nicht so viele Leute am Berg. Das ist einfach dieses in Anführungszeichen Januarloch. Und ja, zum Hahnenkammrennen-Wochenende ist natürlich umso besser, weil da sind die meisten dann doch drüben in Kitzbühel. Und dann hat man im restlichen Skigebiet freie Jagdsaison. Schaut mal, hier oben hat es richtig guten Schnee. Aber es ist halt leider nur ganz oben so. Und ja, Nico muss auf der Messe arbeiten. Der fehlt mir natürlich. Dementsprechend bin ich jetzt hier erstmal alleine unterwegs. Nachher kommen wahrscheinlich aber noch Freunde aus Wien. Mal gucken, wie lange die brauchen, bis sie oben sind. Die waren gestern noch auf der Hahnenkamm-Party. Also werde ich erstmal ein bisschen spuren. Juhu! Mehr Schnee für mich. Natürlich ist besonders, wenn man alleine unterwegs ist, echte Vorsicht im Gelände geboten. Gestern war nur eine Lawinenstufe 1 unter 2200 Meter. Unglaublich bei diesem Neuschnee, aber so ist es. Und ich bin auch nur eigentlich in Pisten gefahren, die halt noch nicht präpariert sind, als ich alleine unterwegs war und dann mit den anderen zusammen halt so richtig ins Gelände gegangen. Denn eins ist klar, Safety first. Und ja, trotzdem kann man manchmal einiges rausholen. Man muss einfach nur wissen, wo. Man muss schon zugeben, dass es nur im oberen Teil des Skigebiets so richtig gut gegangen ist, also vielleicht die obersten 300, 400 Höhenmeter. Dort war es aber wirklich genial. Und dann hat man halt krass gemerkt, dass die Schneefallgrenze heuer so hoch gelegen ist und es im unteren Teil einfach so oft geregnet hat, dass da keine Unterlage ist. Und dementsprechend musste man kurze Lifte wählen, sodass man halt nicht so weit runterkommt und an Abfahrten war gar nicht zu denken. Aber oben konnte man richtig Spaß haben. Es hat sogar bis hier ins Tal runter geschneit und dementsprechend geht es jetzt auch nochmal auf den Berg für mich. Auch wenn ich heute nicht ganz so lange Zeit habe, wird es sicher super, super cool. Tja, was soll ich sagen, die unschönen Dinge. Ich tanke nämlich noch Diesel und dementsprechend habe ich jetzt Probleme in der Münchner City. Aber darum will ich mir jetzt mal keine Sorgen machen. Diesmal bin ich so früh hier am Parkplatz, dass nur übrig gebliebene Autos von gestern da sind. Da sieht man wieder, was das Wetter eigentlich ausmacht. Es ist ja der gleiche Schnee, der war gestern noch genau gleich gut. Doch heute bei Sonne ist es einfach nochmal um Welten schöner, magischer, eindrucksvoller, einladender, auch gleich ein bisschen wärmer, einfach nochmal eine andere Welt gefühlt. Es war so wunderschön. Der Schnee hat in der Sonne geglitzert. Dieser Anraum, der sich da am Seil gesammelt hat, sah einfach nur richtig genial aus. Wahnsinn. Mehr geht nicht. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Naja, eine Sache geht dann doch noch. Erste Spuren im Tiefschnee. Mehr geht wirklich nicht mehr, würde ich sagen. Es war wunderschön. Und ich habe jetzt einige Videos angeschaut von YouTuberinnen, die ich auch richtig cool finde, die alle über den Winter lästern. Und ich glaube, die fahren alle nicht Ski, weil sonst gibt es keinen Grund, über diese Jahreszeit zu schimpfen. Es gibt wohl nichts Besseres als das. Baby.
blind to see what you meant to me. They think you can't forgive, they didn't know how to live, cause I didn't love myself. Wow! Allerersten Spuren hier runter. Schaut mal, in welche unwirkliche Traumlandschaft ich hier gerade abfahren durfte. Allererste Spur, der Schnee glitzert, also richtig schön vor der Sonne. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut einfangen kann. Ich versuch's halt zumindest. Es ist echt absolut unbeschreiblich, wie schön das hier gerade aussieht. Und ich muss jetzt wieder aufsteigen. Die Felder habe ich gerade schon aufgezogen. Da hinten fahren noch zwei. Mit denen bin ich rübergegangen, aber die haben ganz schön lange gebraucht, um sich zu entscheiden, wo sie hinwollen. Und ja, ich bin hier runtergefahren. Genau, da habe ich jetzt schon die Welle eben aufgezogen. Und jetzt muss ich dann da wieder hochgehen, hier rauf. Das macht im Moment einfach mehr Sinn, weil unten ist die Schneelage so schlecht, das lohnt sich nicht, da macht man gerade alles kaputt. Und dementsprechend fusel ich nochmal hoch. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch eine Runde und den Nachmittag verbringe ich dann heute mit meinem kleinen Spatz. Weil das immer gar nicht so leicht ist, habe ich noch einen kleinen Zeitraffer mitlaufen lassen vom Felle aufziehen. Gerade wenn es das erste Mal für die Saison ist, finde ich, kleben die so richtig krass aneinander. Und dann ging es aber auch tatsächlich rauf. Und sogar das war irgendwie mega schön. Naja, wie sollte es bei diesen Bedingungen auch anders sein? Aber ganz ehrlich, quälen musste ich mich auch ein bisschen, weil das war für heuer auch der erste Aufstieg mit den Skien. Und weil es so gut war, bin ich nur hier bis zur Lawinenverbauung aufgestiegen, habe dann die Felle schnell wieder runter, um noch eine zweite, etwas kürzere Abfahrt hinterher schmeißen zu können. Und die war sogar noch eine Spur besser. Aber wartet und seht selbst, denn hier folgen auch schon die Bilder. Heute war ich allein unterwegs, weil ich brutal im Stress bin. Ich habe jetzt hier zwei Runden gemacht, absolut lawinenungefährlich zum Glück. Deswegen habe ich mich das auch machen trauen, es ist direkt neben der Piste und die hat aber noch geschlossen, also perfekt. Und ja, jetzt hole ich dann meinen Mini, weil sein bester Freund hat Geburtstag. Und ich wollte euch einfach nur kurz sagen, es lohnt sich immer, macht's einfach. Na klar waren das jetzt nur zwei Runden und der ganze Tag wäre besser. Aber mein Kleiner hat einfach Vorrang und dementsprechend habe ich aber diese zwei Runden noch mehr wertgeschätzt. Und das ist noch dieser kleine Wink an euch. Alles im Leben ist endlich und manchmal schätzen wir nur die Sachen, die extrem begrenzt sind. Aber in echt ist einfach alles begrenzt und deswegen schätzt es, nutzt es und vor allem macht es. Es ist so, so schön und das Wetter war heute noch um einiges besser, als es eigentlich angesagt war. Aber gemacht hätte ich es so oder so, der Wecker war schon gestellt und dementsprechend einfach nur super genial. Jetzt schauen wir, dass wir schnell runterkommen, damit ich rechtzeitig zurück bin. Damit ging es für mich wieder zurück ins Tal. Ich hoffe sehr, das Video und der Einblick in meine Tage hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, schreibt auch gerne mal, was ihr von diesen Landschaftsaufnahmen haltet. Ich finde die nämlich ziemlich schön, vor allem auch, wenn ich bei anderen YouTube-Videos vorbeischaue.